Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister. Stellt euch mal vor, der Prophet sallallahu alaihi wasallam würde heute unter uns leben. Wer von uns, meint ihr, wäre der Abu Bakr? Wer von uns wäre die Khadija, die Uthman, die Aisha, der Khalid ibn Walid, der Umar ibn Khattab, die Asma bint Umays, die Asma bint Abi Bakr al-Siddiq? Wer von uns wäre das? Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Ich bin mir ganz sicher, dass jeder Muslim den Propheten sallallahu alaihi wasallam liebt. Egal, wenn du fragst auf der Straße, selbst jemand, der vielleicht gerade in die Diskothek geht, und du fragst ihn, sag mal, liebst du eigentlich den Propheten sallallahu alaihi wasallam? Er wird dir sagen, während er vielleicht gerade die Shisha in der Hand hält oder vielleicht sogar ein Glas Wein, ja, natürlich liebe ich den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Nur die Frage ist die, wer von uns würde diese Liebe auch von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwidert bekommen? Wer von uns hätte diese Stellung, die damals die Sahaba hatten? Es gab auch zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam Sahaba, die unbekannt waren, deren Namen wir nicht kannten. Ja, es gab sogar Menschen, welche sich als Muslime ausgegeben haben, aber welche eigentlich Heuchler waren, denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam ins Gesicht gelächelt hat und deren Entschuldigungen dafür, dass sie nichts getan haben für den Islam, sogar angenommen hat, sogar für sie Istighfar gemacht hat. Aber er wusste, dass sie Heuchler sind und dass sie keine wahrhaftigen Muslime sind. Und deswegen stellt sich die Frage, wer wären wir zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Wer wären wir jetzt, wenn er unter uns leben würde, sallallahu alaihi wasallam? Hätte uns die Geschichte überhaupt erwähnt, hätten wir damals gelebt? Hätten wir es überhaupt geschafft, zu einem dieser Namen zu werden, auch wenn wir vielleicht nur ein einziges Mal überliefert werden? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Und das ist eine Frage, die ebenfalls den Sahabe sehr, sehr wichtig gewesen ist. Sie wollten auch wissen, welche Stellung haben sie eigentlich beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Einmal kam Amr ibn al-As, der relativ spät Muslim geworden ist, radiallahu anhu, zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er sagte, O Gesandter Allahs, wen liebst du am meisten unter den Menschen? Woraufhin er dann sagt, sallallahu alaihi wasallam, Aisha. Und dann fragt er, um wen danach? Da meinte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abuha, ihrem Vater. Er dachte sich erstmal bei Aisha, okay, seine Ehefrau, ist klar, dass er sie am meisten liebt. Er dachte, vielleicht komme ich ja an zweiter Stelle. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam immer so viel Aufmerksamkeit den Menschen geschenkt hat. Und er dann natürlich davon ausging, dass er eine sehr, sehr hohe Stellung beim Propheten sallallahu alaihi wasallam hat, was er sicherlich auch hatte. Aber anscheinend nicht so hoch wie Aisha und wie Abu Bakr und wie Umar ibn Khattab. Und er erwähnte dann einige Männer und irgendwann einmal hat Amr ibn As nicht mehr weitergefragt, weil er Angst hatte, dass er ganz, ganz hinten anstehen könnte. Ja, sie wollten wissen, ob diese Liebe erwidert wird. Und in einer Schlacht, der Schlacht von Khaybar, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich werde morgen jemandem das Banner in die Hand drücken, den Allah zum Sieg führen wird. Rajulan yaftahullahu alayh. Yuhibbu Allah wa rasulah. Jetzt ganz wichtig. Er liebt Allah und seinen Gesandten. Wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Und jetzt das Wichtige. Und Allah und seinen Gesandten liebt ihn. Umar ibn Khattab sagt, ich habe mir nie gewünscht, das Banner zu tragen. Nie. Außer an diesem Tag. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass er jemand ist, den Allah und seinen Gesandter liebt. Und wer war diese Person gewesen? Es war Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa arda gewesen. Also, hätte uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er heute leben würde, ebenfalls diese Liebe erwidert oder nicht? Das können wir ganz einfach herausfinden. Ja, es gibt Maßstäbe dafür. Es gibt Maßstäbe dafür, anhand derer wir messen können, würden wir dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nahestehen oder wären wir ganz weit entfernt? Der erste Maßstab ist, an welchen Orten hältst du dich eigentlich gerne auf? Hältst du dich gerne dort auf, wo sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam gerne aufgehalten hat? Nämlich in einem Haus vor den Häusern Allahs? Oder kennst du den Weg zur Moschee so gut wie nie?
Vielleicht höchstens, wenn es hochkommt, einmal in der Woche zum Freitagsgebet. Aber sonst hast du mit der Moschee nichts zu tun. Was meint ihr, hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam als erstes getan, wenn er heute hier in Deutschland gelebt hätte? Er hätte eine Moschee errichtet. Er hätte sich in den Moscheen aufgehalten. Das heißt, wenn du möchtest, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Liebe dir erwidert, dann musst du das lieben und den Ort lieben, an dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam es geliebt hat, sich aufzuhalten. Und deswegen die Sahabe wie Abu Huraira radiallahu anhu, die zu den Ahl-Suffa gehörten, das heißt Leute, die in der Moschee gelebt haben, weil sie kein Obdach hatten, ja, wir wissen, wie viel Zeit sie mit dem Propheten verbringen konnten, sodass sie so viel von unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben überliefern können und der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihnen eine solch innige Beziehung aufgebaut hat. Ebenfalls, wenn du wissen möchtest, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich geliebt hätte, dann schau auf deinen Charakter. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er liebte diejenigen, welche einen edlen Charakter haben. Und er hat uns sogar aufgezeigt, dass diejenigen, die einen guten Charakter haben, am jüngsten Tag ganz in seiner Nähe sein werden. Und dass er sie besonders liebt. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, inna min ahabbikum ilayya, diejenigen, die ich am meisten unter euch liebe. Wa aqrabikum minni majlisan yawm al-qiyama. Und die am jüngsten Tag am nächsten bei mir sein werden, und am nächsten zu mir sitzen werden, sind welche Menschen? Die Wissendsten, die Schönsten, die Klügsten? Nein, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er bringt es auf den Punkt, indem er sagt, ahasinukum akhlaqa, diejenigen, die den besten Charakter haben. Und diejenigen, die am allerweitesten entfernt sein werden und die er am meisten verabscheut, sind diejenigen, die den schlechtesten Charakter haben, die immer nur viel reden, die hochmütig sind, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann sagt. Also schau einfach auf deinen Charakter. Wie verhältst du dich? Versuchst du deinem Vorbild, dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, in seinem Charakter nachzustreben und nachzueifern, dann sei dir sicher, er hätte dich geliebt und du wärst ihm aufgefallen. Aber verhältst du dich ganz anders? Ist jedes zweite Wort, was du von dir gibst, ein Schimpfwort? Kannst du deinen Zorn nicht unter Kontrolle halten? Bist du die ganze Zeit nur am Herumlästern? Dann sei dir sicher, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hätte dich nicht gemocht. Und er hätte einen sehr, sehr großen Abstand zu dir aufgebaut. Ebenfalls, wenn du wissen möchtest, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich geliebt hätte, mein lieber Bruder, dann solltest du dir Gedanken machen, ob du dich für das einsetzt, wofür der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich eingesetzt hat. Er hat sich nämlich für den Islam eingesetzt. Der Islam ist alles gewesen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam verkörpert hat. Und dementsprechend, wenn du bereit bist, etwas für deine Religion zu tun, dich einzusetzen in einer Moscheegemeinde, auch wenn es nur etwas weniges ist, ein bisschen Zeit ist, die du aufopferst für die Sache Allah subhanahu wa ta'ala, dann sei dir sicher, du wärest dem Propheten sallallahu alaihi wasallam positiv aufgefallen und er hätte dich gemocht. Ich erzähle dir eine kleine Geschichte. Die Geschichte von einer schwarzen Frau, welche in der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam sauber gemacht hat. Sie hat gefegt. Ihr Name wird nicht überliefert, wir wissen nicht, wie sie heißt. Eine ganz einfache Frau gewesen. Sie ist krank geworden. Der Prophet hat gesagt, sollte etwas geschehen, dann gib mir Bescheid, egal wann. Und sie ist mitten in der Nacht gestorben. Die Sahabe haben sie bestattet, ohne den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu wecken. Am nächsten Tag fragte er, wo ist die Frau? Und sie sagten, sie wurde bestattet. Und er wurde zornig, sallallahu alaihi wasallam. Warum habt ihr mir nicht Bescheid gegeben? Warum habt ihr mir nicht Bescheid gegeben? Und er ging zu ihrem Grab und hat extra für sie das Totengebet vollzogen, nachträglich. Weil sie bereit gewesen ist, etwas für Allah zu tun. Und deswegen stell dir diese Frage. Hast du einen guten Charakter? Hältst du dich gerne an Orten auf, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich aufgehalten hat? Bist du bereit, etwas für deine Religion zu tun? Wenn das der Fall ist, dann sei dir sicher, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hätte dich geliebt. Und vielleicht hättest du es sogar, wenn er unter uns gelebt hätte, zu einer Stellung geschafft, wo du ihm besonders aufgefallen wärest und wo du zu einem engen Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam geworden wärest. Möge Allah ta'ala unsere Liebe
zu unseren geliebten Propheten sallallahu alaihi wa sallam stärken. Und möge Allah ta'ala uns am jüngsten Tag ebenfalls seine Liebe zuteil werden lassen. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.